Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Bad North. So, dann wollen wir mal starten, spielen, neues Spiel, normal, Tutorial meinetwegen und Charakter, Auswahl. Shipley, Godran, Owen, der hat ein Penisgesicht. Den nehmen wir auf jeden Fall. Der hat keine Eigenschaften, genau wie ich. Und wen haben wir hier? Den Harold Patton. Oh, der hat auch ein Penisgesicht. Nee, den braucht man nicht. Mal ein ohne Penisgesicht. Oh, zumindest saß hier jemand längere Zeit drauf, falls es einer war. Rowena Patton, der hat doch schönes Haar. Oh, der sieht königlich aus. Wir nehmen Ingram als Gegner oder warum auch immer. Deluxe-DLC. Nee, den habe ich nicht. Glaubt, das habe ich nicht. Ist das schön. Inseln werden erstellt. Und anscheinend ist da eine Insel. So, ich kann mich drehen mit A und mit D. Ja, Zoom. Klappt wunderbar. Klicke auf meine Soldaten. Und dann kann ich die irgendwo hinführen. Ja. Klicke auf ein beliebiges Feld und drücke rechts. Das habe ich doch gleich versaut. Und ich muss meine Häuser verteidigen. Vor mir selbst. Oh oh. Irgendwas kommt da. Zieht euch zurück. Oh, da kommen sie. Die schnetzeln mir gleich zurück. Kann ich noch zoomen? Oh, das mit der... Crew selektiert die anscheinend auch. Haut drauf, Jungs! So, ihr verschanzt euch mal. Ach, hier unten habe ich ja auch ein Haus. Dachte, das wäre ein Felsen. Nee, die sieht hausmäßig aus. Ja, das macht ihr gut. Alle erledigt. Da kommen noch welche. Glaubt, das ist das erste Level. Das wird noch nicht besonders herausfordernd sein. Zieht bestimmt demnächst mal an. Auf ihn mit Gebrüll. Oh, das ist unfair. 12 gegen 1. Nee, 18 gegen 1. Obwohl, das sind 9, das sind nur 6. Na gut, 15 halt. Piekt sie mit dem, ja, Spitzenende halt. So. Achso, ihr müsst tauschen. Das verstehe ich natürlich. Komm, bevor sie unsere Häuser... So viele Münzen. Oh, das war ein einfacher Sieg. Ich hab's doch auf Mittel gestellt. Muss ich noch was drücken? Und weiter muss ich drücken. Ach, das ist eine coole Map. Streit. Und da ist Draganir, Turmspitze. Alfsey, Brinnig. Ich glaube, wir haben keine Wahl. Wir müssen uns streiten. Ja, mit nächster Runde fortfahren. Ja, damit. Ja, klingt doch gut. Ach, das waren meine Kommandeure. Entsenden. Gut, da sind sie. Wo sind die Feinde? Diesmal bin ich mir fast sicher, dass das ein Haus ist und dass das ein Felsen ist. Und dass das Haus so aussieht, als ob es ein Schnurrbart hätte. Naja, wir haben alle schlechte Eigenschaften. So. Solange es nur ein Boot ist, klöppeln wir doch gemeinsam drauf. Jetzt haben wir 18 Leute. Das heißt, vorhin sind tatsächlich welche von uns draufgegangen. Ich glaub's ja nicht. Ach, gut macht ihr das. Nein, Feind von hinten. Feind von hinten. So, ihr kommt mal dahin. So, dahin. In freudiger Erwartung auf das Gemetzel, das gleich ansteht. Na, komm schon an Land. Ja, da habt ihr keine Chance. Und nein. War das Dynamit? Oder nur eine brennende Fackel? Oh, 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 oh. Los, Jungs. Wir werden angegriffen. Oh, nee, da kommen ja noch mehr. Noch mehr böse Soldaten. Und hier auch? Mal los. Was ist an den zwei Häusern, drei Häusern so interessant? Knüppelt sie nieder. Ah, ein bisschen Konto. Nein, Haus brennt. Mach doch sowas nicht. Hui. Oh, das gibt nur noch ein Münzchen dafür. Wunderbar. 21 Feinde nach Valhalla geschickt.
Oder wohin die Bösen in dem Fall kommen. So, jetzt haben wir die Wahl. Entweder wir haben hier... Hier haben wir zwei Fragezeichen. Die würden mich interessieren. Und ich kann was upgraden. Für 6 Stück. Pfeile. Pfeile sind doch gut. Bisschen Fernkampf. Fähigkeit kostet 7 Gold. Kannst du auch was? Oh, ich habe nur noch 5. Dann kann ich mir nicht leisten, Kollege. Dann müsst ihr ein bisschen besser sein. Auf zu den Fragezeichen. Ja, bin mir sicher, dass ich dahin will. Hey, das sah doch so aus wie die erste Karte. Entsenden. Oh, hab eine Armee dazu bekommen. So, Nahkämpfer nach unten. Nein, Feind in Sicht. Dabei sind wir doch gar nicht in Sicht. Komm schon. Nutzt eure Bögen. Ah. Also das war praktisch. Nein, die haben ja auch Bögen. Nein, lass meine Leute in Ruhe. Hau mal drauf. Sehr gut. Oh, da kommen schwer bewaffnete Leute. Nein, ihr sollt doch da unten bleiben. Von oben kämpft sich so schwer. Außer für die hier. Was macht ihr eigentlich? Was habt ihr für eine Fähigkeit? Warnei. Haut drauf. Ja, das lief doch überraschend gut, würde ich sagen. Einschauen. Nein, die haben wieder Bögen. Zieht euch zurück, Jungs. Dieser hat niemand Schilde. Ich wäre einfach an ihrer Stelle auf dem Boot geblieben. So, jetzt haben wir aber wenig, Leute. Ich sag doch, die Schwierigkeit zieht dann noch an. So. Okay, ihr könnt auf jeden Fall mitkommen. Da unten gibt's nur Schildtypen. Und sonst kommen keine mehr an. So. Dann warten wir mal, was die hier vorhaben. Ach, Verzeihung. Da musste ich einmal ganz dringend niesen. Boah. Der ist mir auf die Stimme gegangen. Sieg! Sehr schön. 8 und 6 Leute geklöppelt. So sollte es sein. Warney, Klingenwaffen. Heißt der so mit Nachnamen? Ich glaube nicht. Ah, wir können jetzt noch nach Draganir. Aber Orfsey, wie auch immer. Klingt doch besser. Und Upgrade, was können wir uns leisten? Ja, so... Nee, Schilde. Upgrade kaufen. Ja, passt. Ich hoffe, da sind Schilde dabei. Ja, ja, mit nächster Runde vorfahren. Fortfahren auf jeden Fall. Ja, bitte dahin. Die Insel gefällt mir. Entsenden. Hätte ich da noch was einstellen können? Vielleicht. Ich weiß es nicht. So. Anscheinend habe ich keine Schilde. Ich habe nur bessere Schwerter bekommen. Nee, die haben Schilde. Diese kleinen blauen Dinger. Ihr steht auf der falschen Seite, Jungs. Aber ich mag den Artstyle von dem Spiel relativ gerne. Deswegen habe ich es mir auch gekauft. Und das Gameplay ist auch ganz nett bis jetzt. Die Steuerung ist für mich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Vor allem, dass ich auf A und D die Karte drehe und nicht auf Q und E. Das widerstrebt meinem innersten Instinkt. Ja, kriegt man schon irgendwie gelöst. Nein! Wieder mehr niederknüppeln, Jungs. Nicht selber niedergeknüppelt werden. Na also. Und Feind voraus und Feind hat Bogen. Dann bleibt ihr mal irgendwie zurück. Au. Auffüllen. Ich kann die auffüllen? Ich kann die fliehen? Ah! Ja, macht mal mehr Leute. Ich glaube, die kriegen jetzt Kinderchen miteinander. Und dann haben wir wieder mehr Personal, was kämpfen will. Apropos Personal, was kämpfen will. Wie lange braucht ihr denn noch? Jungs! Trefft mal! Ah, die haben sich tatsächlich vermehrt.
Sehr gut. Und diesen komplett ähnlich platziert. Oh, was kommen denn da? Achso, das sind nur nochmal Bogenschützen. Damit komme ich klar. Ausweichen. Nein. Ihr habt euch gerade vermehrt. So. Wenn sie meinen, sie müssen hier ans Ostufer gehen, dann knüppeln wir sie da nieder. Yay. Ah, dachte schon, das gibt kein Gold mehr. Wunderbar, dann können wir, glaube ich, wieder was upgraden. Lass mich auf weiter drücken, Spiel. So. Da sind meine Münzen. Pfeilhagel wahrscheinlich. Salve, ja. Bombardiere ein einzelnes Spielfeld mit einem Pfeilhagel. Ja, warum nicht? Her damit. Und dann... Kleine Insel, klingt doch gut. Mit drei Feindtücken. Ja, ja, auf jeden Fall fortfahren. Rauf da. So, und jetzt warten wir. Das ist echt eine kleine Insel. Macht das mit dem Truppenbewegen deutlich leichter. So, ihr kommt da hoch, ihr kommt da runter und ihr kommt da runter. Nein, schützt euch doch nicht so. So, Pfeilhagel bringt im Moment noch nichts. Vor allem gegen die Schildtypen. Boah, die haben aber gefühlt Schaden gemacht dafür, dass es so wenige waren. Ja, ja. Nicht in Zeitlupenmodus. So, dann kommt mal an Land hier, ihr Freundchen. Wartet eine schöne Überraschung auf euch. Da ist ja auch schon die Überraschung. Der Tod tritt manchmal sehr überraschend ein. Andere Seite, andere Seite. Jungs, verteidigt das Haus. Und den Schuppen. Ich würde gerne mal die Fertigkeit ausprobieren. Pfeilhagel. Ja! Gute Fertigkeit. Füllt euch mal wieder auf. Auffüllen? Ja. Bitteschön. So lang Zeit ist. Au. Schützt euch mit euren Schilden. Habt ihr? Nee, ihr könnt auch nur auffüllen. Macht ihn zur Sau. Ah. Oder haut ihn nieder. Ah, das Ruder herumreißen. Töte alle Wikinger auf einem Schiff, bevor sie das Ufer erreichen. Das war doch mein ganzer Wunsch, dass die Leute das hinbekommen. Rüber jetzt mit euch. Habt ihr nochmal die Fähigkeit? Nee, ist im Cooldown. Ein Glück haben wir unsere Truppen wieder vermehren lassen. Ah. Wunderbar. Hätte aber ein bisschen mehr Münzen geben können, wenn ich ehrlich bin. Was soll ich mir denn mit 4 leisten können? Gar nichts. Befehlsring, her damit. Stülp ich mir gleich über. Kann ich hier meine Kommandeure wechseln? Nee, ich kann sie hier upgraden. Ah, ich habe 8 Gold. Was ist denn das für eine Fertigkeit? Stoß. Führe von einer Klippe eine Sprungattacke auf Gegner darunter aus. Okay, wäre zumindest leistbar. Nochmal... Oh, nee, nehmen wir doch mal hier die Pikeniere. Defensive. Oh, defensive Nahkampfeinheit. Warum denn nicht? Dann wollen wir wieder was Größeres. Nehm, ich hätte gern die Insel, dann nehmen wir doch als erstes die. Ja, ja, mit nächster Runde auf jeden Fall starten. Rein, ran an den Feind. Und entsenden. So. Dann pikiniert mal schön. Feind voraus. Die Boote werden aber auch immer größer. Zumindest die Typen werden da größer. Jungs, ihr müsst da runter. Und das da oben passt eigentlich. Pfeilhagel, okay, kann ich nur darauf. Nein! Pfeilhagel verschwindet. Die sind gut. Die sind sehr gut gewesen. So.
Feuer! Mehr Feuer! Trefft auch mal was! Mist. Die haben nicht wirklich gut getroffen. Ah, diese Pikiniere sind echt, echt genial. Und ich spreche das Wort wahrscheinlich jedes Mal ein bisschen anders falsch aus. Irgendwann habe ich's. Zumindest wenn ich es nochmal in Ruhe lese. Komm schon. Komm schon. Okay, ihr könnt euch dahin verschieben. Und dann gibt's auch den Latz. Ja. Nachschub. Könnt ihr von ganz da oben feuern? Anscheinend ja. Die haben alle Schilde. Ah, das ist nicht gut. Aber ich glaube, wir können es trotzdem schaffen. Vor allem mit unseren Pikinieren da hinten. Ah! Schon gewonnen. Ach, das ist irgendwie ein cooles, kleines Indie-Spiel. Ja, ich brauche mehr Münzen. So viel steht fest. Insgesamt dann 6 Stück. Aber ich würde sagen, Ödenfels wird jetzt von uns eingenommen. Oder verteidigt. Was auch immer. Entsenden. Truppe mehr dazu bekommen. Bogenschützen dürfen wieder rauf. Und Feinde rücken vor. Oh oh. Feinde mit Bogen. Schildtypen voraus. Ja ja. Ihr sollt nicht getroffen werden. Dann lasst es mal die anderen machen. Gleich 2 ausgeschalten. Da kommen noch welche mit Bogen. Zieht euch zurück, Jungs. Ihr kommt mal dahin. Obwohl ihr habt keine Schilde, ist egal. Ein Tod muss mal sterben. So, da kommen noch mehr mit Bögen. Nein! Die haben die Blauen ein bisschen niedergemäht. So, ihr kommt dahin. Und ihr, weiß ich gar nicht. Noch eine Bogen, Pfeil- und Bogeneinheit wäre gar nicht so schlecht. Los, Jungs, au. Lasst euch doch nicht so einfach abfrühstücken. Ihr müsst euch definitiv auffüllen lassen. Einmal nach oben. Flästerchen drauf machen, dann geht's ja wieder. Obwohl, die hätte ich gern getauscht. Ich glaube, so wird ein Shoot raus. Ja, das sieht gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Bringt mir eure stärksten Kämpfer. Ach, da kommen sie schon. Na, komm schon. Au. Au. Ah, die sind wieder. Die sind wieder fertig. Ran an den Feind. Habe ich gewonnen? Noch nicht, okay. Da kommt ja noch mal eine Schaluppe mit Feinden. Oh, oh. Könnt ihr euch auch auffüllen? Dann macht mal. Ihr seht echt nicht mehr so gut aus. So. Dann würde ich sagen, dahin und dahin. Nein! Attacke! Der will ein Haus niederbrennen. Ein Glück hat das Haus überlebt. Das gab viele Münzen. Das wird ein schönes Upgrade geben. Ja, das haben wir sehr gut gemacht. Schwere Waffen und neue Starteigenschaft. Das ist schön für ihn. So, Upgrade. Ah, aktualisiere meinen Münzencount. Jetta meint doch, er hat schwere Waffen. Infanterie. Befehlsring. Pikiniere. Ja, besser wird's bei mir nicht. Was haben wir hier? Ach, das war der Stoß. Infanterie, Veteran, widerstandsfähigere, stärkere und insgesamt effektivere Infanterieeinheiten. Ja, damit. Okay, und dann war das schon praktisch mein gesamtes Geld. Na gut. Dann die nächstgrößere Insel. Achso, muss ja direkt die sein. Ja, ja, passt. Und los geht's. Und entsenden. Na, irgendwann passen meine ganzen Einheiten ja gar nicht mehr hier rauf.
Feind rückt vor mit Schilden. Ich kann diese Schildtypen nicht leiden, da sind meine Bögen ja komplett machtlos dagegen. Zumindest halbwegs machtlos. So. Ihr kämpft mal wieder zusammen. Fördert den Teamgeist. Schädigt die Moral der Gegner. Ja, da würde ich sagen, ist die Moral relativ schnell dahin gewesen. Wollt ihr noch irgendwen angreifen? Da kommen welche mit Schild. Dann einmal nehmen wir sie in die Zange. Ihr dürft auch noch drauf schießen. Keine Ahnung, was ihr macht. Ihr findet schon was. Zum Pieksen. Nein, Kamera. Verhalte dich doch nicht so dämlich. So. Wo mehr Feinde? Da mehr Feinde. Und ich frag noch so dämlich. Attacke. Könnt ihr auch mal Feuerpfeile schießen? Das wäre ganz praktisch. Wieso seid ihr wieder so wenige? Doch, macht sie fertig. Letzte Angriffswelle fällt ein. Stand es immer dran? Okay. Sehe ich zum ersten Mal. Hätte ich besser aufpassen müssen, was am oberen Bildschirmrand passiert. Ist egal. Wir schaffen es auch so. Auch mit der Hälfte der Informationen werden wir unsere Feinde, keine Ahnung, töten. Hey, dann lebt doch nur noch einer auf ihn. Also das war relativ leicht. Ja. 22 einfache Typen. Ich glaube, jetzt kommen aber wieder schwierigere, größere Inseln. Oh, hier ist eine Flagge dran. Aber ich würde sagen, wir gehen mal den Weg hier runter. Das ist auch ein Fragezeichen. Ja, 0 von 4 Kommandeure verfügbar. Oh, die werden schon verfügbar sein. So. Oh, so viele Häuser zum Verteidigen. Ob man die alle sicher durchbringt, wage ich zu bezweifeln. Vor allem so fackelteufelig, wie die Gegner sind. So, die haben Bögen, ich hab Bögen. Macht was draus, Jungs. Nein, meine Bogen, Leute. Das sind die besten Männer, die ich hab. So, geschieht euch recht, ihr Feinde. Ah, da kommen. Da kommen zumindest Gegner, die man dann leicht pieken kann. Dann würde ich sagen, die, obwohl auffüllen, lohnt sich noch nicht wirklich. Dann dürft ihr mal mit angreifen. Nein, ihr kommt doch dahin. Also die Kamera hat so Einrastpunkte. Manchmal ist mir das zu viel, sondern ich würde es gerne hier halten. Mit dem Mausrad geht es mit A und D nicht. Jetzt ran an die Pikiniere. Ja, umgekehrt. Pikiniere, ran an den Feind. So, das sieht doch gut aus. Viel für uns zum Schnetzeln. Schießt! Aber doch nicht auf den einen da. Na gut. Muss halt so klappen. Nein, Kamera! Oh oh. Okay, haben sie geschafft. Bringt mir eure stärksten Gegner. So. Die bringen zumindest ein paar mehr Gegner. So, Attacke. Bogenschützen. Trefft mal was. Oh oh. Oh oh. Meine Verteidigungseinheit. Auffüllen. Vermehr dich. Oh, ihr Ärsche. Ihr Ärsche. Oh oh. Wo geht ihr denn hin? Ihr sollt angreifen. Oh oh. Meine Bogenschützen sind auch weg. Na, nicht gut. Die müssen hier unbedingt mal ihren Scheiß zusammenkriegen. Gerade noch rechtzeitig. Verteidigt alles. Häuser retten. Oh oh. Füll dich mal lieber wieder auf, Kollege. So kann man nicht kämpfen.
Oh oh. Oh oh. Ja, du gehst da rein. Nein! Das sieht gerade schlecht aus für uns. Sieht zumindest nicht arg gut aus. Was habe ich falsch gemacht? Au, 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 au. Au! Komm schon! Gegen die Übermacht! Bleibt doch zusammen, Leute! Oh oh. Oh oh. Vermehrt euch! Flieh! Ah, scheiße. Besiegt! So ein Mist. Ja, ja, alle tot. Das kann nicht gut sein. Mensch, war das ein Kampf. Ich brauche mehr Kommandeure. Nein! Game over. Ja, ja, alle Kommandeure sind gestorben. Prozent abgeschlossen, nur 26%. Aber zumindest 255 Wikingerhammer ins Jenseits befördert. So, neues Spiel. Tutorial braucht man nicht. Und wir haben doch eigentlich jetzt Eigenschaften als Startwert. Ja. Dann nehmen wir einmal den Lloyd. Und dann irgendwer, der sympathisch aussieht. Die sehen alle sympathisch aus. Ja, warum der nicht? Der sieht finster aus. Keine Starteigenschaft, keine Gegenstände. Schade. So, Inseln werden mal wieder erstellt. Diesmal nur ein Haus zum Verteidigen. Das sollte man hinbekommen. Und da kommt schon die erste Welle. Ich würde nicht sagen, dass es die perfekte Welle ist. Es sind zumindest nur drei einzelne Burschis, die man jetzt ordentlich aufs Maul geben können. Nein, da kommen ja noch drei. Bereit machen und zustechen. Ah, ich wäre ein guter Feldherr gewesen. Vor allem mit so viel Abstand zum Feind. Das ist die letzte Angriffswelle. Haut ihr aufs Maul. Oh, da hinten kommt die letzte Angriffswelle. Entschuldigung, müsst ihr nochmal drauf schnetzeln. Komm schon, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und nah genug. Aha. Und drei wertvolle Münzen für mich und nix für die Gegner. So, weiter geht's. Oh, da ist eine Sanduhr, da will ich auf jeden Fall hin. Kann ich jetzt direkt was upgraden? Nee, ist teuer. Alles so teuer. Die verdammte Inflation. So, dann dahin. Ja, ja. Auf jeden Fall. Immer noch dahin. Und dann sehen wir mal, was die Sanduhr bedeutet beim nächsten, bei der nächsten Map. Feinde von da unten. Das ist eine gute Ortsangabe auf dem Schlachtfeld. Feinde von unten. Weiß jeder sofort, was gemeint ist. Ja, ich wollte euch nicht auswählen. Ich drück doch so gern Q und E zum Rotieren. Es bringt nur nie was. Na kommt schon. Ihr habt aber ein lahmes Boot. Habt ihr besondere Formationen oder sowas, was ihr könnt? Nö. Könnt euch nur hochheilen oder fliegen. Na gut. Dann soll das mal reichen, dass ich hier die Gegner wieder in die Zange nehme. Müssen wir noch nicht sofort nach. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit. Ja, ich mag das Spiel. Der Artstyle ist richtig genial und das Gameplay macht auch echt Spaß. Es scheint auch einiges an taktischer Tiefe zu geben, die wir bis jetzt nur ein bisschen oberflächlich angekratzt haben. Insgesamt ist es aber wohl eher ein kürzerer Titel, der mit aktuell 15 Euro meiner Meinung nach etwas zu teuer ist. Hier würde ich auf jeden Fall auf einen kleinen Rabatt warten, also warten, bis das Spiel im Angebot ist. Was haltet ihr dann vom Spiel? Schreibt es mir gern in die Kommentare und schreibt natürlich auch gern, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.